Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Und wir machen weiter mit einer neuen Folge von The Quarry. Ja, es geht weiter mit der mit The Quarry. Und wir fucking gar nicht lange rum. Ja, hoffentlich habt ihr die letzte Folge gesehen. Und dann machen wir einfach weiter mit unserer kleinen Hexe hier. Willkommen. Gibt wohl wieder weniger Gewürm auf der Welt. Lass uns doch mal sehen. Schauen wir mal auf den Eremiten. Der Eremit steht für Isolation, Einsamkeit, aber Reflexion dazu. Möglich wäre aber durchaus, dass der Eremit, der dich verfolgt, dich in Sicherheit führt. Doch das kommt ganz auf dein Handeln an, nicht seins. Wenn ich darf, zeige ich dir mehr. Wäre das in Ordnung? Aber natürlich, mehr sehen ist immer gut. Die Bude ist zwar immer noch unaufgeräumt, aber gut, ja, zeig mal her. Ich habe ja so eine Vermutung, wer der Eremit ist ungefähr. Ja, aber mal gucken. Wir blicken nur allzu gerne in die Zukunft. Dabei birgt auch die Vergangenheit große Geheimnisse. Vergiss das lieber nicht. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bleib hier. Ich warte auf dich. Okay. Die Unterhaltungen sind ja nicht schlecht mit ihr. Sie sagt was und man sagt einfach nichts. Uff. Jacob, Kapitel 6, Nachtgebet. Emma! Mist! Fuck! Mann, ich könnte echt kotzen. Emma, bist du das? Fuck. So, wir haben ja bei der Alten gerade gesehen, dass Jacob in irgendwas reinläuft und dann halt einer der beiden Jäger, also der Ältere, nicht Bobby, sondern der Ältere von den Jägern, irgendeinen Stock oder so, was sah aus wie eine Machete eigentlich, er ist so ein Messer, halt so ein großes Messer er hatte. Also sehr interessant. Und mal ganz ehrlich, wer kennt doch Emmas Stimme? Das war doch nie im Leben Emmas Stimme. Und er ruft da so, ey Emma, bist du da? So, ey, wirklich, Jacob ist echt der Dümmste. Wirklich, von allen. Wir gehen mal überall hin, weil diese Karten liegen ja hier überall rum. Und ich habe eh schon sehr wenige. Puh, da will man echt nicht fallen. Nö. Das ist tief, hast du gut erkannt. Ja, in der letzten Folge ist ja ein bisschen was schief gegangen, sagen wir es mal so. Aber sagen wir mal so, Jacob hat wenigstens ein bisschen Blut in der Birne. Vielleicht ist er ja geschützt. Dadurch hatten ja Bobby und der andere Typ auch. Also vielleicht ist ja Jacob jetzt irgendwie geschützt. Oder sowas in der Art. Man weiß es ja nicht. Sehr merkwürdig. Mist, verdammt. Aber was war das? Das sieht aus wie ein Fuß, wie so ein Abdruck. Ich konnte aber jetzt nicht wirklich erkennen, ob das jetzt ein Tier war oder ob das jetzt einfach nur ein menschlicher Fußabdruck war. Auf jeden Fall war ja die Alte bei Jacob und nachdem wir irgendwas ins hat ihn auf jeden Fall irgendwas geflüstert, war ja so. Gucken, was ist das? Eine Kamera.
gerade sagen, Speicherkarte. Die Speicherkarte einer kaputten, verdeckten, verdreckten Kamera, die im Wald verloren ging. Ist auf jeden Fall nicht schlecht als Beweis. Ist da ja was drauf. Und ab in die Ritze damit. Richtig. Gutes Versteck, da wird keiner suchen. Na gut, ich glaube, da oben war es das. Dann gehen wir hier mal runter. Also, no joke, ich würde das echt nicht machen, ne? Das ist ja komplett lebenswidrig. Außerdem ist der, müsst ihr doch locker verkühlt sein. Der läuft hier. Ah, perfekt. Ich wusste, ich finde irgendwas. Die Gerechtigkeit. Oh, jawohl. Und direkt hinter den Eremit. Also, wir haben zumindest was gesehen. Gerechtigkeit, Auge um Auge. Nicht ganz wörtlich, sondern oft im Sinne von Ursache, Wirkung, Taten und Konsequenzen. Alles muss im Gleichgewicht sein und wir alle müssen dafür sorgen, dass die Waage nicht kippt. Ja. Ist das überhaupt richtig, wo ich hinlaufe? Im schlimmsten Fall stoppt mich das Game. Aber wir haben ja gelernt, überall rumgucken. Okay, da geht es nicht weiter, außer stürzt mich in die Fluten. Manchmal ist es ja auch so, glaube ich, dass wenn man einfach vom anderen Ort, wenn man einfach andersrum läuft, dass man da eher irgendwas sieht. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Weil sonst hätte ich halt schon ein paar mehr Sachen gefunden. Er freut sich sowieso bestimmt. Oh mein Gott, Emma. Bin ich froh, dich zu sehen. Scheiße, Mann. Au. Du hast mich im Stich gelassen. Emma, komm schon. Was zur Hölle ist hier los? Hey, kein Plan, okay? So ein Bär hat Nick und Abby attackiert. Ja, mich auch. Aber das war niemals ein Bär. Was? Wo? Wann? Warum? Sorry, ich bin froh, dass du hier bist. Ja, gerade so. Ich meine, das Ding, das mich am Baumhaus angegriffen hat. Was? Was war damit, Emma? Es war wie aus einem Horrorfilm. Okay, es war wahrscheinlich nur ein Bär, der sich bedroht gefühlt hat. Wie blöd kann man sein? Du weißt genau, dass das kein Bär war. Gut, das stimmt, das stimmt. Und jetzt rennen hier diese gottverdammten Jäger herum. Was für eine Party. Das hier waren die. Das ist echt viel Blut. Ja, zum Glück nicht meins. Riecht irgendwie ziemlich streng, finde ich. Okay. Okay, wir müssen aus diesem Wald raus. Ah, meinst du Sherlock? Weißt du, Jacob, du musst dich echt nicht immer wie das größte Arschloch aufführen. Das nervt gerade mit den Soundeffekten da hinten im Hintergrund. Ja, komm, wir entschuldigen uns mal. Shit, okay, weißt du was? Ist gut. Okay, hast recht. Tut mir leid. Du nervst unfassbar. Oh mein Gott, können wir das später diskutieren, okay? Ganz im Ernst. Ich suche dich, seit ich von diesem Ding zum ersten Mal gehört habe. Von den Dingern? Also Plural? Was, wirklich? Oh. Oh-oh. Da ist ja noch so ein Viech.
Oh, ist der hässlich. Sorry! Geil. Ich überlege, ob er mir was tut. Verstecken. Schlimmstfalls ist er tot. Aber ich finde es krass, wie der Werwolf, also der jetzt, oder das Vieh hier, was soll ich glaube Werwolf, was soll ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass das anders aussieht als jetzt zum Beispiel das, was Nick angegriffen hat, ne? Und wie kann das Vieh mich hier nicht sehen? Boah, geh bitte weg, geh bitte weg, geh bitte weg. Ich habe gleich keine Atemluft mehr. Da hinten ein Riesentattoo. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Was zum Teufel? Jetzt weißt du zumindest, wo du dein Blut her hast. Also rausziehen, loseisen. Warte mal, loseisen. Also loseisen würde ich jetzt einfach mal tippen, er nimmt die Falle und macht sie sozusagen auf mit den Händen. Los, rausziehen gibt ja gar keinen Sinn, dann bleibt er ja Fuß drin stecken. Leisen, wir eisen uns mal los. Hätte ich auch gemacht. Caitlin. Diesen. Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Alles klar? Ich weiß nicht, wer die andere war. Hab sie noch nie gesehen. Ich auch nicht. Und sie? Ja. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ja. Dachte ich auch. Oh Mann. Arme Kaylee. Nick! Du riechst so gut. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Wow. Nick, was ist... Ich will dich schmecken. Hey! Komm her. Nick, was soll das? Lass das! Pass auf! Ich meine es ernst! Nick? Wow. Alles okay? Sollte nur aufhören. Nick, Mann! Ich glaube, wir holen mal Nick raus. Ich hab ihn. Auch wenn der ein bisschen strange ist gerade. Was habe ich getan? Ich weiß nicht. Er ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Da ist's warm. Oh.
Abby. Shh. Ruh dich aus. Fuck. Tut mir leid. Zappel nicht so rum. Sie ist sauber, soweit ich sehe. Also es blutet nicht. Aber ich bin auch kein Doktor. Hier, das ist noch der Rest von der Krankenstation. Toll. Gut. Du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja, Leichen im Pool muss man schon erklären, ne? Langsam, Mann. Also Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem Krankenscheiß glaubt, nicht ohne Beweis. Ab sofort habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist. Ja. Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Ja, dann gucken wir doch mal. Ja, also ich gehe ja mal von aus... Toilette. Ich gehe davon aus, dass das ja mit einem Biss irgendwie was zu tun hat. Wir gehen jetzt mal wirklich in diesen Raum rein. Mit dem Biss, den ja Nick kassiert hat von dem Viech, was wahrscheinlich jetzt auch Jacob angegriffen hat. Boah, ich sehe ja gar nichts. Und ich meine, ich sehe gar nichts. Okay. Ist hier noch ein Raum gewesen? Nee, ne? Nee. Und wahrscheinlich... Ja, so besser? Ja. Hey. Der ist ja komplett in einer anderen Welt, man, no joke. Ja, und wahrscheinlich stehen die nicht so auf Wasser. Also würde ich jetzt einfach mal schätzen. So aus der Logik, weil ich meine, kein Mensch würde sich so im Wasser bewegen. Also sehr strange. Ich glaube jetzt wohl ist. Ein neuerer Stück Geschichte des Camps. Darauf ist Ryan noch jünger und amüsiert sich mit Chris Hackett's Kinder, Caleb und Kaylee. Liegt da noch die Leiche? Ja, die liegt da echt noch drin. Es war auf jeden Fall Laura. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Laura war. Und eine Karte. Der Mond. Der Mond. Wie passend. Gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anpassung und verwandle sie in Intuition. Geh geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Sehr interessant. Ist hier sonst noch was? Man weiß ja nie, also... Wir sollten ihn ja bequemer machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gereicht hat mit diesen... ihm ein bisschen mehr Wärme spenden, aber hier ist noch was drin. Es war so anders hier, vor nur 12 Stunden. Ja, es geht schnell. Unter diesem Fundsaum befindet sich eine grobe Skizze einer Frau im Wald. Diese Geistergeschichte scheinen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Wahrscheinlich die Hexe von Hackett's Quarry. Möglich wär's. Ja, er hat irgendwas Seltsames. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein Fisch auf dem Trockenen. Ich? Schon. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schramm, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Huh.
Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwut-Symptom? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... wie eine Katze beim Baden. Ja. Abby? Ja? Kann ich dich was fragen? Na klar. Magst du mich? Probieren's ruhig. Ich glaube, er steht sowieso sehr, sehr kritisch um Nick. Aber probieren's einfach mal ruhig. Nick. Bitte, ich sag's mir. Ich fand unsere gemeinsame Zeit hier sehr schön. Das ist so... so ein... ist so... was? So ein Schlag ins Gesicht. Abby? Was? Ich muss dich etwas fragen. Ja. Okay. Warum hast du mich, Abby? Hä? Richtig random. Nick, das tue ich nicht. Doch. Doch, es stimmt. Du kannst mich nicht leiden, oder? Wovon sprichst du? Sag die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. Gott. Ich hätte es wissen müssen. Wirklich nicht die Hellste, was? Dummerchen Abby. Stopp. Leichte Beute. Mein Opferlamm. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Ich... Oh, Abby! Abby, alles okay? Was ein Scheiß. Okay. Nimm die. Ja, wollte gerade sagen. Jungs, ich. Ja, okay. Ich schieß, ist mir egal. Wow. Okay. Okay, wenn ich als Campbetreuer in der Nebensaison am Lagerfeuer feiern würde, es zu regnen beginnt und hier Monster wären, ginge ich in die Lodge.
Ich sag ja, Emma ist gar nicht so dämlich. Also, ist zwar irgendwie trotzdem ein Püppchen, aber gar nicht so dämlich. Ja gut, dann wäre es das erstmal gewesen mit der Folge. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter mit Emma. Also Nick hat es jetzt schon erwischt. Ich weiß nicht mal, ob man das hätte verhindern können, weil ich meine, wir konnten ja nicht viel machen. Er wurde ja trotzdem gebissen. Ja, und damit hätten wir schon einen verloren. Mal gucken, ob wir das doch irgendwie hinbiegen können. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall haut rein und bis zur nächsten Folge und tschüss.